Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich! Alter! Willkommen zurück bei Games Rappers und wir machen hier einen Blick durch das Binokular und schauen einmal auf den Wellengang. Nun, wie ist er denn heute, Sascha? Gib uns doch mal einen kleinen Wetter. Ja, danke Patrice für die Überleitung. Heute haben wir eine ruhige See mit einigen Nazi-Wracks versunken im Pazifik bei Französisch-Polynesien. Ob das wirklich im Pazifik liegt, weiß ich nicht so richtig. Aber hey, ich habe ja auch kein Geografie oder Klimatologie studiert. Ich wurde ja einfach nur eingestellt wegen meinen perfekt weißen Zähnen. Zurück zu dir. Danke. Ich bin der Quotenschwarze. Werde ich wohl als erster sterben? Oh ja, stimmt. Das war ich glaube, beim ersten war das doch sogar so, dass auch der Schwarze zum ersten gestorben ist. Ist das in den 90ern entstanden, gell? Kann das sein? Dass man irgendeinen Quotenausländer auch, oder musste nicht unbedingt immer ein Dunkelhäutiger sein? So in Horrorfilmen und so hatte, ne? Normale Atemgeräte. Oder der Russe, der Feind war? Ja, genau. Das war auch der Quotenböse. Bei Rambo vor allem, ne? Und ja, der Quotenbösewicht. Die Dekompressionszeit. Und mittlerweile, gell, dann hat sich's gewandelt, so nach dem Anschlag und dem Entstehen von den radikalen Islamisten. Da jetzt auf einmal sind die immer der Feind in den Filmen, ne? Ja, immer die Terroristen. Immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Wie bei Team America. Ich finde auch geil, dass kein Amerikaner. Anerkennen, danke für deine Hilfe. Komm, wir machen sie an. Danke für deine Hilfe. Ach nee, das heißt, wir sind ja eher Freund. Leute. Was, Gott, warum schreist du so? Warte, ich hab's vergessen. Auf der er hat nur gesagt, hey Leute. Ich dieses Riesenloch am Heck gesehen. Babum. Da geht's in den Flieger. Oh, ganz gut, Mann. Was ich sagen will, auch Conrad. Die Europäer, es kommt ja niemand auf die Idee zu sagen, hey, ich guck mal, warum gibt's diese Terroristenanschläge und nehmen die uns vielleicht als negativ wahr? So mit, wir beuten neue Länder aus und sind Invasoren? Nee. Was soll man nehmen? Nimm das da. Schlagstock. Hab den Bangstick. Also ich wollte hier keine terroristischen Anschläge rechtfertigen, das muss man vielleicht nochmal klarstellen. Gegen Haie? Und vergessen. Aber auch die Idee, wie damals bei dir auf der Arbeit, wo du eine zerranzte Jeans anhattest und dann der Vorschlag vom Chef war, dass du dir eine neue kaufst, die gibt's ja bei 10 Euro bei C&A. Nein, bei Kick hat er gesagt. Du bist kein gutes Vorbild, wenn du deine Kleidung lange trägst, weil du weißt, wie sie produziert wird und von irgendwelchen Kindern in Indien oder von armen Familien. Nein, du bist ein gutes Vorbild, wenn du dir andauernd neue Sachen kaufst, damit du ordentlich aussiehst in vorzeigbarer Gesellschaft. Ja. Was für eine Logik, Mann. Das ist unsere Moralvorstellung der westlichen Welt, Mann. Ich habe lieber einen verranzten Dude-Typ bei der Bank stehen, der mir ehrlich sagt, was kostet und was ich mit meinem Geld machen sollte, wie irgendein Arschloch im Anzug, der nur die Hälfte davon haben will. Okay. Alles gut? Nur weil er einen Anzug anhat. Die schlimmsten Verbrecher auf dieser Welt tragen keinen. Er will ja nur die Hälfte davon haben. Ja, die schlimmsten Verbrecher auf dieser Welt tragen keine scheiß Kalaschnikow, kein Turban oder keine. Kein was weiß ich was, keine beschissene Gefängnisuniform. Die tragen Anzüge, Mann. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Jetzt habe ich kurz einen Rage-Mode. Das wird auch nicht täglich überprüft. Merkt? Ja, kommt der Hass. Wir haben ja eben eine Stunde uns über Gesellschaft unterhalten, bevor wir angefangen haben zu zocken. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Dieses ekelhafte Lügensystem. That's what she said. Ziemlich unbeschädigt. Mm. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Gargamel, du bist dran. Let me see. Stell dir vor, du hast so einen Kumpel, mit dem du zu Hause zockst. Hey, und der aber immer so eine Popel am Controller abschmiert. Dann weißt du immer so, willst du auch zocken und so. Und dann sind die auf diesen, auf den R3 und L3 und dann schmieren die da so rum. Respektabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Auf keinen Fall. Nein, ich muss mich... Sie seufzt sich übel weg. Nee, ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Ja, es war zu spät, aber ja, das war auch gut. Welches Boot hast du hier? Wie bezahlt man sowas? Was, wie bezahlt du das? Frag eine Lady. Ja, Geld. Siehst du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Echt, wo steht es geschrieben? Im Buch der sieben Siegel? Sie sah übel geschminkt aus gerade. Ich hab zu viel um die Ohren. Sorry. Ich hab gerade ziemlich viel um die Ohren. Die ist übel ätzend. Ach, die kriegt wahrscheinlich so wie die aussieht, kommen weißt du andauern. Ich sorge lieber dafür, Dicks dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ich finde die sieht nicht geil aus. Nee, ich find's auch nicht. Also mir gefällt die Gesichtspartie nicht so. Nee.
Und ich finde halt Gesicht, es ist egal, wie der Körper aussieht, wenn das Gesicht nicht gefällt irgendwie. Aber es gefällt sicher, viele Leute finden es sicher schön. Also. Schön, dass du das wieder so allgemein hast. Allgemein fürs Allgemeinwohl sorgst. Ja, jeder darf geil finden, was er will. Nee, alle müssen das Wetter geil finden, was ich gut. Scheiße finde. Wir haben partiellen Sonnenschein an diesem wunderbaren, was auch immer für ein Tag, 29 Grad. Seid partiell? Partial Sunshine. You are my sunshine. Teilweise heißt es doch. Oh oh, guck mal. Jetzt wird's ganz schön voll hier. Oh oh. Warum wird es voll? Weil noch ein zweites Boot kommt. Tick. 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 Komm, red mit ihm und mach ihn blöd an. Ich nehme die Binoculars und beobachte ihn. Ich setze mich jetzt dahin, ganz unauffällig gucke ich ihn mit den Dingern an. Oh nee, wie übel, übertrieben jetzt. Oh, vor der Nebel. Jetzt kommt der Nebel. Gerade eben war es noch so schön. Ich kann gar nichts sehen. Ist einfach nur grau. Ja, das ist super. Was für eine Aussicht. Stephen King's The Fog. Aber guck mal, jetzt hinten sieht es schön aus. Gar nicht so foggy wie gerade eben. Aber es geht langsam los, ne? Ja, aber es sieht. Boah, aber das, guck mal, wie krass das Wasser gemacht hast mit den. Wie sagt man, mit dieser Gischt und so. Ja. Hey, das ist echt. Kann ich jetzt nicht mal mit dem reden? Oh, jetzt muss ich genau im richtigen Winkel. Ja, wie im echten Leben. Was ist das hier? Da kann ich auch nur Leute ansprechen, wenn du im richtigen Winkel stehst. Das ist der Computer. Wir gucken nochmal. R2. R2-D2. Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Warum normales Wrack? Okay, keine Ahnung. Weiß ja dieser, was man halt entdeckt. Komm, red mit Konstantin. Ich will ja gerne, aber das X taucht nicht auf. Ja! Ja, nein! Ich muss einfach die ganze Zeit X drücken, während du zum Hingehen stehst. Es gibt so ein. Das ist so ein Silberschweif. Ja, ich weiß, aber. Ja! Alles senkrecht? Alles senkrecht? Überwacht die Taucher. Nein, nein, sie ist immer ätzend. Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop-Up. Es ist mein Ernst! Ja. Das ist mein Ernst. Das ist jetzt echt kein Spiel mehr, Conrad. Mach's ordentlich oder lass es. Ja, klar. Kapiert. Mensch, Konrad! Wir sind doch hier alle Freunde. Verwöhnte Gören, jawohl. Reiche Kids können wohl immer Urlaub machen, wenn ihnen gerade danach ist, schätze ich. Außer motzen macht sie aber auch nichts. Auf dem Schiff rumlaufen und motzen. Ja, das sind ihre zwei Charaktereigenschaften. Hi, Captain. Was macht die See? Kein Stress. Und der Himmel? Nicht so blau wie du. Oh. Oh. Versenkt. Aha. Was für Dialog. Ja. Ich nicht auch, so blau wie du. Das sind doch Good Times, Leute, oder? Mit denen willst du auf einem Schiff alleine sein. Good Times. Die sind auch die dich gleich als erstes an irgendeinen Geist verfüttern würden. Ja. Und dich verraten. Auf jeden. An den Geist verfüttern, ist auch geil. Komm, wir reden mal mit dem. Hey, Bootsjunge. Hi. Hey. Alles okay? Mit dem sind wir jetzt übel lieb, okay? Turteltauben da unten. Ist übel ätzend. Besorgt, gucken. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Alex war nur albern. Seinen Tauchschein hat er aber mit Auszeichnung bestanden. Ja, ich habe auch schon einige Leute gesehen, die haben ihren Führerschein mit Auszeichnung bestanden. Ja. Kannst du gut mit deinem Bruder? Und haben trotzdem 7 Autos schon verlegt. Schon ein ganzes Leben. Julia hat Alex um den kleinen Finger gewickelt. Zwar unter Einfluss. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Der Bücherjunge. Ich muss hier in die Dunkelheit. Vor allem, weil ich draußen ist voll geil und er hockt drin und liest ein Buch. Du hockst einfach auf dem Meer und liest ein Buch. Ich muss kacken. Geh rein und kack dich aus. Wäre witzig, wenn sie jetzt kacken könnte. Was ist denn das? Oder Wäsche waschen. Ist das ein Bett? Möchtest du den Hausfrauenarbeiten nachgehen? Ja. Shroud of Innocence. Jetzt trägt sie. Oh, jetzt macht ihr aber erstmal ein Parfum dran. Hä, kannst du nichts dran machen? Ich glaube, die durchwühlt es gar an ihre Sachen. Ich konnte nichts machen, ne, nur was in die Hand nehmen. Das wäre krank, wenn es nicht ihre Sachen. Aber die Animationen sind sehr smooth, ne? Die Gesichter, wo der Schwarze, wo wir eben diesen Scherz gemacht haben, mit Rino hin und her gucken und so, der sah ultra krass, die Haut, ne? Voll klar animiert und voll deutlich. Bei Speaking Simulator.
Mhm. Nicht ganz, aber ähnlich gut. Ähnlich gut. Mhm. Oh, Piraten! Da vorne, ein Boot. Was sind das für Leute nur? Was ist das für ein Name, Fliss? Was sind das nur für Leute? Wir werden das herausfinden in der nächsten Folge. Von Abschätzungszirkus. Warte, sieht aus wie ein Fischerboot, oder? Das ist nicht schneller, die Küstenwache. Schneller. Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Das erfahrt ihr nächstes Mal. The Game Files. Fänd geil, wenn jetzt nachher rauskommt, dass bei dem Spiel, dass irgendwie der Sasquatch unter Wasser lebt. Mhm. Also er hat sich weiterentwickelt zum Unterwasser-Sasquatch. Und die Sprechrolle übernimmt der Jack Black. Genau. I'm in the Sasquatch hide, in the misty mountainside.